Wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Bau deinem Bunker oder so. Wir bauen jetzt eine Base. Mit dabei ist der Garg. Da ist er. Moin Ah. moin. Mein Gott, du kommst wie Jesus runter. Wir sind zunächst einmal, ihr seht, wir sind schon bei Tag 4. Wir sind einige Zeit durch die Gegend geflogen, um nach einer Wüste zu schauen. Wir haben, mal gucken, wie viele Kilometer haben wir bisher hinter uns. Ich glaube, das ist eine ganz schöne, interessante Information. 2 Kilometer kann nicht sein, denn wir sind eine riesengroße Ding lang geflogen. Da können wir hier auf diese Klippe, die unglaublich gut aussieht, im Wüstenbiom. Und wir haben uns dazu entschieden, hier oben auf der Klippe unsere Base zu bauen. Weil Regenbogenwasser gemeint, ich kam noch nie dazu, eine fertig zu bauen. Und dementsprechend sollten wir doch mal für uns eine perfekte Base machen. Habe ich den Garg gleich mit reingenommen. Weil alleine ist langweiliger. Und hier ist natürlich einfach. Von der Seite sind wir sicher durch diese natürliche Grenze. Da wird natürlich ein Spiderschutz reingezimmert werden. Unten dann ein bisschen Stiel, vielleicht noch so ein kleiner Graben oder so. Wir fangen erstmal hier oben an. Und was wollen wir denn machen, Garg? Ja, wir fangen beim besten an. Mauer ziehen. Können wir machen. Dass wir im Prinzip erstmal das Gebiet abstecken, so ein bisschen. Ja, wieso nicht? Oder eher mit dem Gebäude anfangen, dass wir wissen, wie groß das nachher überhaupt wird. Nee, ich würde sagen, wir ziehen erstmal einen großen Rahmen, oder? Natürlich alles in Stil, denn nur Stil ist das Wahre hier. Dementsprechend ziehen wir jetzt erstmal hier eine unglaublich lange Linie. Dieses ganze Gebiet soll eine wirklich fertige Base sein. Wir haben uns das so überlegt. In den Ecken kommen ein paar Türme hin zur Verteidigung natürlich. Dann schauen. Ich gehe hier ein bisschen in die Dinge rein. Das will ich gar nicht. Das heißt, wir müssen hier auch leicht einen Bogen machen. Ich will nicht in das grüne Biom gehen. Ich will nur in der Wüste bleiben. Deswegen haben wir auch 3 Ingame-Tage gebraucht, um eine Wüste zu finden. Und das war viel Arbeit. Sehr zeitintensiv. Auf jeden Fall, wenn das hier gemacht ist, kommt dann eine zweite Reihe rum. Das heißt, wir haben hier so quasi so einen klassischen Durchgang, wie er auch bei Burgen ist, meiner Meinung nach. Um eben sicher vom einem Turm zum nächsten Turm zu gelangen. Dazwischen wird dann noch mit Iron Bars gearbeitet, um sicher zu sein gegenüber Spuckern und allen möglichen, gegenüber Angriffen von Zombies. Also wir haben uns da schon einiges überlegt. Allerdings soll in der Mitte dann auch ein kleines Häuschen stehen, in dem man halt wirklich auch wohnen kann. Sprich, so dieses wohnliche Ambiente soll da sein. Also nicht nur auf Katastrophe aus sein, sondern eben auch Normalität, mehr oder weniger, soll angedeutet werden. Wie weit wolltest du hier hinten drüber gehen? Wo bist du denn? Da, ja, also ich bin jetzt hier so ein Stück vorgegangen. Das ist noch gar nicht so weit, wie ich gegangen bin, ehrlich gesagt. Ich würde ja, glaube ich, nicht weiter wie hier gehen, weil sonst fällt das Gelände schon wieder zu sehr ab innerhalb unseres Grundstücks. Ja, doch, das geht. Wir müssen ja auch nicht unbedingt ein großes Qua ein Quader machen oder ein Rechteck. Wir können hier auch dann so schräg rüberziehen. So, das Ding, wir hatten auch vorher keine Lust, großes Terraforming zu betreiben, denn wenn wir jetzt hier wirklich einen Survival-Speicherstand hätten, glaube ich nicht, dass sich irgendjemand die Arbeit machen würde, groß Terra zu formen bei seiner Base, sondern er würde halt einen Ort auswählen, den er haben will und baut da. Und im Notfall baut er gegen das Gelände an, durch Boden einsetzen, also was weiß ich, Holzböden oder was weiß ich was. In dem Fall lassen wir es dann einfach so. Wir nehmen das Ganze so, wie es kommt und wollen halt auf diesem Grundding dann was ziehen. Ich glaube, ich komme jetzt mal zu dir gezogen, oder? Weil hier geht's wirklich tief runter. Und dann wollen wir halt im Nachhinein schauen, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, dass es danach auch möglich sein wird, Zombies zu spawnen, weil ich bin nicht der Server-Admin hier. Wir brauchen eine Axt. Eine Axt brauchen wir. Knien wir uns mal mit einer grünen Stiel-Axt, ist auch okay, ausnahmsweise. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt hier ab dem Punkt einfach mal drauf losbauen und dann hier ein bisschen schneller alles laufen lassen.
Weil das wird erstmal jetzt nur Rahmen setzen. Das ist langweilig für euch. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Ein Tag ist schon um und ihr seht, es hat sich auf jeden Fall was getan. Ich bin jetzt hier gerade am Käfig bauen, damit unsere Leute, wenn sie denn hier auf der Mauer entlang laufen, auch sicher sind. Denn das ist ja das große Problem. Apropos groß und Mauer, das ist sie. Bisher. Geht von hier vorne einmal rundherum mit verschiedenen Höhen, wie ihr seht. Bis hier vorne. Garg meinte, wir sollten die Seite komplett offen lassen. Das machen wir jetzt mal. Mal schauen, wie sehr uns von da dann irgendwelche Leute töten wollen. Gerade weil da unten ja eine Stadt liegt. Die uns sicherlich auch irgendwann nicht mehr ganz so freundlich gegenüber gesund sind. Von daher müssen wir mal schauen. Das hier ist vor allen Dingen gut gegen Kotzer, weil die nicht hier durchkotzen können. Aus dem Grund ist dieser, ja, Käfig quasi geplant. Und natürlich viel Fummelarbeit mit dem ganzen Gesetze, aber was soll man machen? Was tut der Herr Garg? Den Spider-Schutz zu statten. Den Spider-Schutz zu statten ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Hier müssen wir auch mal gucken, was wir hier jetzt machen, weil das nicht ganz so optimal ist wie geplant, aber man kann nicht alles so haben, wie man es gerne hätte. Von daher muss man da auch ein paar Eingeständnisse machen und dann schauen, wie das im Endeffekt aussieht.
Ich hoffe, das ist okay, dass hier relativ viel gecuttet wird, weil jetzt haben wir halt in-game einen Tag und real life knapp, keine Ahnung, halbe Stunde. Hier im Prinzip nur Metalldinger gesetzt, die jetzt nicht wirklich lustig waren. Und ich will euch das eigentlich ersparen. Müssen wir halt gucken, ob ihr jeden einzelnen Schritt sehen wollt oder ob das so in Ordnung ist. Ich gehe davon aus, dass die Folgen hier kürzer werden als normale Aufnahmen, also maximal 20 Minuten, schätze ich. Weil, wie gesagt, der ganze Fortschritt dann doch vielleicht etwas zu viel ist. Zu viel des Guten. Und spätestens, wenn es dann ans Hausbau geht, sprich an den meiner Meinung nach kreativeren Part, weil das jetzt hier alles pragmatisch und praktisch sein soll und im Prinzip nur seinen Sinn erfüllen soll, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da etwas ausführlicher dabei sind, gerade weil das Haus ja eine kleinere Fläche haben wird. Ich werde ja kein Haus machen mit, keine Ahnung, 30x30 Grundfläche, sondern so ein kleines gemütliches Häuschen, außenrum kommt Garten, vielleicht eine Wasserquelle und alles Mögliche. So stelle ich mir das gerade vor. Ich weiß nicht, was der Garg davon hält. Playboy Mansion. Ja. Nein. Paar Zombie-Damen. Warum nicht? So als Zoo aufgebaut, meinst du? Nein, so gibt's schon. Aber was wir sagen können, apropos gibt's schon, es gab wieder ein neues Video. Freitag diesmal, glaube ich schon, es kam früh. Und da wurden wieder ein paar schöne Gebäude gezeigt. Ich freue mich ja drauf. Auf die Alpha 15. Vor allem, weil dann eben wieder neu gestartet werden kann. Irgendwie gefällt mir das nicht. Hast du wieder Murks gebaut? Weiß ich noch nicht. Also, euch ist jetzt schon klar, alles, was irgendwie unschön aussieht, wurde vom Garg gemacht. Sieht auch nicht wirklich gut aus hier. Garg hatte seine Finger im Spiel. Na komm. Aber dieser Rundum-Käfig ist gleich fertig. Ich hätte eigentlich gern noch nach oben hin geschlossen. Weiß aber nicht, ob das hier in diesem Teil wirklich notwendig ist. Eventuell diesen Zwischenteil, weil hier noch mal eine Mauer rum soll. Dass, falls sie diesen Steel-Part hier kaputt machen, erstmal durch Spikes müssen und dann wieder vor einer Steelwand stehen. Also das Ding ist halt dann wirklich sicher. Wir haben ja gesehen, wie sicher Stahl an sich schon ist. Wenn du jetzt überlegst, du hast hier so viel Stahl, egal von wo die Zombies kommen, du läufst hier oben durch. Die können ja gar nicht so oft auf eine Stelle schlagen. Sodass eigentlich die zweite Reihe gar nicht unbedingt nötig ist. So, jetzt machst du ja doch hier so ein Ding drumherum. Nur eine Befestigung, wo die Gitter dann dran sollen. Halt keine Mauer hochziehen, sondern im Prinzip nur einen Boden reinziehen. Ja, apropos Boden reinziehen, hier habe ich mich in den Grund reingehämmert, sonst wäre es nicht gegangen, weil das hält nicht an dem Sand. Ist Dann auch das ist immer eine wichtig. hässliche Ecke. Ja, da war ich schon am Reinzimmern, dass du sagtest, nee, machen brauchen wir eigentlich nicht. Nimm mal das Turmfundament. Zum Beispiel. War genauso geplant. War klar. Hör auf rumzumotzen. Apropos Turmfundament, hier in die Ecke kommt natürlich einer hin. Da drüben, wo der Garg steht, kommt einer hin. Und brauchen wir vier Türme oder machen wir drei? Weil wir haben hier so Punkte, die reingezogen werden. Ich würde sagen, hier in die Ecke kommt noch einer hin. Und dann da oben hier. Da würde ich vier Stück machen. Ja. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Dann können wir nämlich damit auch mal anfangen zu bauen. Das Innenleben wird natürlich wieder mit Wendeltreppen gebaut. Oder wollen wir eher Gitter machen, Treppen machen? Ich habe auch schon überlegt, in den Türmen einfach diese Iron Bars. Und nee, geht ja nicht, die kannst du nicht als Schrägen setzen. Wäre sonst auch mal was Nettes. Im Prinzip das, was in den 15 dann kommt mit den neuen Treppen. So, hier wird zunächst einmal ein Fundament reingesetzt an Zement, an Stiel für unseren Turm.
Weil der muss eben sein. Da ist es schwachsinnig, wenn wir da Unebenheiten drin haben. Und deswegen füllen wir das hier mal gleich so auf. Wir haben gesagt, 3 und dann kommt wieder eine Wand, gell? Also könnten wir eine 4x4 Grundfläche für den Ding eigentlich einkalkulieren, für den Turm. Oder für die Türme. Du wolltest hier drin noch eine Wand mehr ziehen? Ja. Ich hätte jetzt davor einfach direkt vor der Wand die wurden Spikes gesetzt, die voll aufgewertet hätten. Dann Rampen dran gesetzt, dass das auf einer Höhe ist. Und davor einen kleinen Graben mit den, wie heißen die kleinen Dinger noch? Die Spikes. Also ihr seht, der Garg ist gar nicht so auf Sicherheit bedacht. Was nicht? 2 Reihen von den Spikes, die Stahlwand, oben Türme. Wir werden sehen, wer sich von uns beiden durchsetzt. Ich habe doch so eine Ahnung. Wieso? Naja, wessen Projekt ist das? Unseres. Ich bin nur die Bauschlampe. So, natürlich brauchen wir auch Türen für in den jeweiligen Wachturm, das ist ganz klar. Ich würde aber sogar gar keine Vault Doors nehmen. Ich bin kein Fan von denen. Die sind an sich cool und alles. Richtig schön, ja, es kann ja sein. Aber die dauern viel zu lang zum Öffnen und zum Schließen. Finde ich. Was sagst du dazu? Ich habe mit den Vault Doors ehrlich gesagt noch nicht viel gebaut. Ich habe damit auch noch nicht gebaut, weil sie mir immer zu langsam sind mit dem Schließen. Aber was mich interessiert, funktionieren die? Dafür nehmen wir natürlich anderes Material, nehmen wir einfach mal Holz, also nehmen wir irgendwelche Frames. Gibt es die schon aufgewertet? Nein. Wood. Da nehmen wir so einen Woodblock. Das interessiert mich mal. Eins, zwei, drei. Testen wir doch mal das Ganze aus. Es gibt sie zwar schon, aber leider nicht öffnenbar. Schade. Es wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein, ehrlich gesagt. So, hier drinnen kommt natürlich dann so ein schöner Turm hin. Wir brauchen da oben dann wieder so eine Lauffläche. Die würde ich wieder aus den Iron Bars machen. Um halt unten durchschießen zu können, für den Fall der Fälle. Fenster sind nicht nötig. Ich glaube, die brauchen nicht unbedingt rausgucken können. Dafür sind ja die Türme da. Um zu sehen, was draußen so vor sich geht. Oder was glaubst du, Garg? Fenster? Ja. Sicherheitsrisiko. So. Ich denke, dass man das so machen kann. Das dann in die 4 Ecken reinzimmern, wo geplant ist. Und dann hat man doch eigentlich eine ganz, ganz schöne Geschichte. Die Frage natürlich, ist hier vielleicht eine Treppe besser oder eine Leiter? Ich bin ja ehrlich gesagt eher der Fan von Treppen. Ich bin nicht so der Leiter-Fan. Weil Leitern finde ich immer so manchmal ein bisschen problematisch, das Rein- und Raussteigen. Und aus dem Grund würde ich hier sogar auf Treppen gehen. Was für Treppen nutzen wir denn? Was haben wir denn schon für eine Treppen hier? Tilefloor. Wood Stairsboard. Das sieht ehrlich gesagt gut aus. Komm, den ganzen Müll da mal raus. Welche holst du jetzt? Oh, das sind diese Treppen. Die finde ich ehrlich gesagt cool. Welche denn? Wood Stair. Keine Ahnung, wie sie heißen. Wood Stairsboard, die aus Holzbrettern gezimmert. Ja, genau. Kannst du auch Steel Stairs nehmen.
Aber die sehen scheiße aus. Das sieht aus, wenn du da jede Menge Abflussgullys hättest. Wo hast denn du... Ja, aber diese Stairsport finde ich halt noch so einen Ticken cooler. Ja, die sehen gut aus. Alle Energie wurde in die Befestigung gesteckt. Die Treppen mussten notdürftig gezimmert werden. So in etwa, ja. Es war kein Steam mehr da, ist doch offensichtlich. Was übrigens auch nicht mehr da ist, ist die Zeit. Sie ist abgelaufen. Es tut mir leid. Aber das war's für die Folge. Insgesamt durften wir etwa 20 Minuten kommen. Ist noch nicht ganz sicher. Ja, müssen wir auch mal sagen. Wir beenden allerdings nicht ohne hier mit Stahlplatten zu arbeiten. Einfach nur die Trittflächen zu besitzen. Na komm. Gehst du nicht hier reinsetzen? Doch. Zack. So, damit machen wir nämlich hier einen perfekten Abschluss. Irgendwas Stabiles muss in diesem Treppenhaus ja drin sein. Wir können nicht nur das billigste Holz nehmen, sondern ein bisschen Stahl war noch da. Ich hoffe auf jeden Fall, es freut euch, wie das bisher aussieht, wo es hier sich entwickelt. Und mal gucken, wie es beim nächsten Mal aussieht, wenn wir wieder ein bisschen offscreen gearbeitet haben. Bis dahin noch einen schönen Tag. Tschö, Leute. Tschüss. Tschüss, Kark.